Hallo, Servus. Hallo, guten Tag. Ich habe meinen Kumpel Christian mal eben besucht und wir haben ein bisschen gerade über die große Weltpolitik philosophiert, wie wir das so täglich eigentlich telefonisch machen, aber jetzt haben wir uns heute mal getroffen. Mhm, genau. Und wir telefonieren ja irgendwie jeden Tag und jeden Tag tauschen wir den Schwachsinn aus. Ja, ne? Weil man, es ist ja auch das ganz Verrückte, weil jeden Tag auch wieder eine Schlagzeile kommst, wo du wirklich nur mit dem Kopf schüttelst, ne? Gestern hatten wir diese Geschichte mit Rewe, hatten wir uns noch drüber aufgeregt und NABU. Da habe ich ja das Video zu gemacht. Ja, das habe ich mir eben angeguckt oder heute Morgen und ja, Wahnsinn. Mhm. Und Christian hat mir was erzählt, das ging an mir wiederum vorbei, mit Frau von der Leyen. Also Flinten-Uschi, wie du mal geschildert hast. Ja, genau. Ne? Die hat sich ja getroffen in Brüssel, haben ein schönes Foto gemacht vor dem Antomium in Brüssel mit 30 Länder oder so waren dabei, vertreten. Über 30 Länder waren da vertreten. Die haben nun beschlossen, den Atomausbau zu beschleunigen und den ganz effizient zu nutzen. Da stellt sich, in der ersten Reihe steht sie, irgendwie die dritte von links, hat mir das Foto irgendwie heute mal angeguckt. Und das ist aber genau die seinerzeit in Deutschland auch für den Atomausstieg gestimmt hat. Ich meine, da sieht man doch wieder einmal mehr, wie rückgratlos auch diese ganze Politik ist und die einzelnen Politiker, dass die sich nicht schämen. Also du kannst dich doch nicht da in die erste Reihe stellen, in Brüssel und sagen, dass mit der Atomkraft, da hat sie noch so ein paar Sätze gesagt, die sind mir nicht ganz in Erinnerung mehr, aber so sinngemäß war es so, dass das ganz wichtig ist, dass wir das volle Potenzial ausnutzen und dass das für die Klimaziele ein ganz wichtiger Baustein ist, diese Atomkraftwerke. Und ein paar Jahre zuvor hat sie mit der damaligen Regierung den Ausstieg festgemacht. Und die einzige Nation, die wieder nicht auf diesem Foto vertreten war, war Deutschland. Gut, jetzt Frau von der Leyen, natürlich, weil die ja ausgestiegen sind, da laden sie nicht ein. Das ist ja logisch. Die einzige Deutsche war Frau von der Leyen, aber das ist auch nie, weil die in Brüssel eine große Nummer ist. Ich meine, wie sie gut dahin gekommen ist, das ist natürlich auch für alle ein Rätsel, irgendwie. Ich sag mal, bei uns hat sie jetzt, fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, Mensch, das hat sie aber damals, das ist in Erinnerung geblieben, was gut gewesen ist. Also was mir ganz explizit in Erinnerung geblieben ist, die Gorch Fock. Das ist das, bei dir, da sagst du immer wieder, die Gorch Fock. Das war, sollte 10 Millionen Euro kosten, die, hat 110 gekostet. Oder ich glaube sogar noch mehr. Ja, oder 125. Auf jeden Fall ein Vielfaches von dem, wie es geplant war. Also die hätte man durchaus auch für das Geld neu bauen können, aber gut. Was ich neulich meiner Frau... Da wird man hochbelobt. Nach Brüssel war ja immer klar, da wirst du weggelobt nach Brüssel. Ne? Das ist ja total irre. Aber was ich immer wieder sage, und das glaubt mir auch kein Schwein, Frau von der Leyen hat damals durchgesetzt, dass in einem Schützenpanzer es sitzt... Du hast das, ich hab dir das vor zwei Tagen erzählt. Ich hab's nachgeguckt, stimmt. Das stimmt. Meine Frau habe ich das erzählt, als wir auf dem Weg nach Bayern waren neulich. Das war, haben wir irgendwie auch, die hasst das ja immer über Politik, aber habe ich dir das erzählt. Frau von der Leyen, kannst du eins zugute halten. Es gibt jetzt Sitze in Schützenpanzern, die für Hochschwangere geeignet sind. Und die sind Pflicht. Und das habe ich meinem Schwiegervater neulich erzählt. Der hat gesagt, jetzt reicht's aber mit der Scheiße hier. Das ist totaler Quatsch. Googelt das bitte. Genau so ist es. Und das ist einfach, ich weiß gar nicht mehr, was. Auch für Hochschwangere. Für Hochschwangere. Ja. Da fällt mir ein Ei aus der Hose. Ich weiß weil gar nicht, was sie meinen Krieg ziehen müssen, wenn es denn mal ganz, ganz wild sind wir, wird. Wir sollen uns jetzt vorbereiten, also auf alles. Die Schulen müssen vorbereitet werden. Ich kann das alles gar nicht mehr hören. Und wir müssen mehr Bunker bauen. Haben sie doch neulich auch gesagt. Auch noch. Wir müssen Bunker bauen. Weißt du, wenn ich einen Bunker brauche, ist es sowieso alles scheißegal. Also es ist einfach, ich kann das alles gar nicht glauben, was momentan los ist. Also wirklich. Ja, es ist schon wirklich beängstigend, muss man sagen. Es ist, wie ich eingangs gesagt habe, du denkst immer, boah, das ist aber wie eine Hammer-Schlagzeile, das kann doch nicht wirklich ernst sein. Guckst du das nach? Stimmt. Es stimmt. Und ja, am nächsten Tag kommt wieder der nächste Irrsinn um die Ecke, wo du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ja, ja. Wieso, da ist ja wirklich, ja, weiß ich nicht, man resigniert wirklich. Man resigniert so ein bisschen, aber man darf nicht aufgeben, weil wir werden immer mehr, die's checken, dass es einfach, dass wir auf einem totalen Irrweg sind. Und ich glaube auch, es wird noch ein bisschen schlimmer werden müssen, wird nicht anders gehen, aber ich glaube im Nachhinein, die Vernunft wird siegen. Und das merkst du jetzt auch schon, dass immer mehr Leute gestern war ZDF, Politbarometer, die Grünen minus 2%. Immer noch irgendwie 13, wo ich immer denke, das ist eine Sekte. Es ist einfach eine totale Sekte. Das ist einfach so, die können machen, was sie wollen, die werden ihre Stammwähler behalten. Die werden ihre 12%, ich glaube nicht, dass die bei der nächsten Bundestagswahl unter einstellig werden. Glaube ich nicht. Weil heute, hast du es auch mitgekriegt, haben so in Wolfsburg, Braunschweig, haben die Klimaaktivisten, hast du das noch mitgekriegt? Nee, gerade brandaktuell ist wieder der Flugbetrieb eingestellt.
In Braunschweig. Braunschweig-Wolfsburg hatte ich im Radio beiläufig gehört, will ich jetzt auch nicht, müsste ich jetzt mal genau nachgucken, aber da ist auf jeden Fall wieder Bambule, weil sie sitzen da. Aber Startbahn. Ja, wegen der Klimakatastrophe. Das ist ja so, dann auch das eine Katastrophe, ist es dann ja auch. Das ist auch so ein absoluter Wahnsinn. Wir haben schon seit Ewigkeiten arschkalt und es regnet dauernd, aber ja. Nein, Moment mal. Das ist jetzt aber auch Quatsch, Christian. Das muss man auch mal die Wahrheit sagen. Es ist so warm wie seit 125.000 Jahren nicht. Jeder Monat ist extrem warm, gerade in Deutschland. Ich merke schon, wenn du dir noch so ein Regenbogen-T-Shirt mit dem Einhorn drauf anziehst, dann kannst du auch noch, dann wärst du auch bei ZDF und ARD eingeladen. Ja, ja. Nee, möchte ich auch dann lieber am besten gar nicht hingehen, bevor ich sowas anziehen muss. Auch so ein Ding, das habe ich dir gerade erzählt. Wir haben gerade auch kurz über das DFB-Trikot gesprochen. Ich habe das gestern und wir haben nämlich einen neuen Sponsor. Das macht nämlich nicht mehr. Das macht nämlich nicht mehr der deutscher Konzern, der Adidas, sondern jetzt kommt der Yankee und wir kriegen jetzt von Nike Trikots. Das ist krass, wie sich da. Wir haben ein ganz anderes Rosa da. Wie sich das ist wunderschön. Da alle gerade darüber aufregen. Wusstest du, dass diese Farbe, dieses Rosa, eine Bedeutung hat? Das habe ich auch. Hast du mein Video gestern nicht gesehen, ne? Habe ich nicht, nein. Das ist die bisexuelle Fahne. Okay. Ich habe das geteilt gestern. Man lernt ja auch jedes Tag noch was dazu. Das ist total genial, das stimmt. Ja. Nee, das wusste ich auch nicht, das ist aber, das hat eine Bedeutung auch, diese Farben haben eine Bedeutung. Es wird nämlich irgendwie von lila geht ins rosane bis hin zu sonst irgendwas. Das ist schon echt spannend, ne? Also, das ist so. August, moin! So, Christians Vater, grüß dich. Du, wir sind ja gerade im Live, grüß dich. Möchtest du mal deine alte Erfahrung? Du als alter CDU-Ranken, du. Nicht? Das flüchtet er gleich. Alter, wieder ab, ja. Und war mit Christians Vater lange im Stadtrat. Das ist normal denkender Menschen. Gibt's auch noch. Nee, aber das hat eine Bedeutung, diese. Du trägst das also schon als. Das finde ich immer so krass. Dass das die Symbolik. Ich dachte, die sollte halt in Sport irgendwie so. Es sollte zum Sport gehen, dachte ich immer. Mittlerweile, es wird immer politischer, diese ganze. Genau, das Diskurs. Ist so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Du sag mal, wie findest du das? Ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, dass die russischen Sportler nicht einlaufen dürfen bei der Eröffnung von Olympia? Habe ich nicht mitgekriegt, es wurde viel diskutiert, aber dass es jetzt schlussendlich so ist, habe ich jetzt bis jetzt ist nicht so? Mitgekriegt. Ja. Ne? Wie findest du das? Ja, es geht ja eigentlich um den Sport. Sag ich jetzt so, mal. Das habe ich auch gedacht. Dass das alles nicht richtig ist, aber wenn wir, wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Naja, Moment mal. Ganz vielen Ländern, dann könnten wir auch werden, irgendwelche anderen Regime. Eben wollte ich gerade sagen, es gibt viele Länder, die Menschenrechte verletzen. Können wir die USA vielleicht auch mal ausladen? Ich sage das jetzt bewusst so, ja. Ich bin ein Freund der USA. Also schon grundsätzlich finde ich ja vieles in den USA richtig, aber da habe ich neulich eine ganz krasse Diskussion mit einem geführt. Auch ziemlich hart gestritten. Aber es ist ja völkerrechtswidrig, was der Russe macht. So, d'accord. Sind wir uns einig? So. Überfall, klar. Ja, kein UN-Mandat, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber, ja, dann hab ich angefangen, hart zu diskutieren. Ich sage, ich war auch damals, habe gesagt, okay, wir müssen den im ersten Golfkrieg, den Irak, zweiten Golfkrieg, den Irak, da haben sie nämlich, was haben sie da erzählt im ersten, das weiß ich, glaube ich, auch nicht mehr, dass die Irakis in Kuwait die Brutkästen und die Babys geklaut haben. Ja, und dann im zweiten. Alles gelogen. Ja, und im zweiten ging es dann um die Massenvernichtungswaffen. Colin Powell. Ja. Habe ich auch nie gefunden. Habe ich in Hannover Fenster geputzt, weiß ich noch wie heute, und habe das dann gehört. Da hatte ich eine schwere Knieverletzung. Beim Bund war ich da noch und höre mir das da an und sage, ja, alles klar. Habe ich damals auch gesagt, vollkommen richtig, dass wir dann in den Irak rein müssen. Geht ja gar nicht mit Massenvernichtungswaffen und sowas, weil mit bewusst gelogenen Dingen im UN-Sicherheitsrat, im höchsten Gremium, erzähle ich gleich nochmal was kurz zu Guterres, erinnere mich mal dran, habe ich dir auch gerade erzählt, und dass da bewusst gelogen wurde. Das gleiche ist Libyen. Einfach so, auch so ein Ding. Gaddafi musste nicht mögen. All diese Dinge. Da spricht kein Schwein drüber, komischerweise. Zumindest findest du es nicht in den Formaten, die die meisten gucken. In öffentlich-rechtlichen findest du es nicht. Du findest doch, es schon. Doch, vor 10 Jahren gab es das. Da gab es das noch. Da gab es diese Diskussion. Doch, da gab es die. Ihr habt das ja noch nicht gepostet auch. Da gab es das noch. Ja, aber auch nicht in allen Bereichen. Der Yankee war schon immer... Also der wurde schon immer hochgelobt, sage ich mal. Ja, da gab es aber kritische Stimmen noch. Also die Sendung aus der Anstalt und so, die waren schon sehr kritisch. Und auch Amerika, ich will nicht, feindlich ist das falsche Wort, das ist totaler Quatsch. Aber da wurde schon auch mal hinterfragt, sag mal, war das eigentlich richtig? Gerhard Schröder, der ist ja heute, du darfst doch nicht mal sagen, lupenreiner Demokrat, hast du ja gelesen, ne? Als ich das mal gesagt habe, lupenreiner Demokrat, wurde gleich kritisiert. Völliger Irrsinn. Und das finde ich einfach so skurril. Und das macht mir auch so ein bisschen Angst. Aber was ich sagen wollte, vorhin war ich bei meiner Mutter und sehe bei Sky News im englischen Fernsehen live, wie Herr Guterres
der Chef der Vereinten Nationen, der Generalsekretär, steht an der Grenze zu Gaza auf der ägyptischen Seite und sagt, hunderte von LKW stehen da und sagt, ihr müsst jetzt einfach nur reinfahren mit den LKWs und könnt dort Hilfe leisten. Aber der Israeli sagt nein. Da muss man sich auch mal fragen, warte mal, was spricht denn jetzt gegen Hilfslieferung? Aber wenn du das sagst, ist es Israeli feindlich schon wieder, wobei das totaler Quatsch ist. Ja, es ist ja auch so ein bisschen Nonsens, kann man jetzt, weiß ich nicht, will ich mir auch nicht kein richtiges Urteil darüber bilden, aber wie wir es auch vorhin schon mal besprochen haben, es ist ja einerseits nicht richtig, wir liefern zum Israeli Waffen und in den Gazastreifen gleichzeitig Hilfsgüter. Das passt also irgendwie passt das ja nicht zusammen. Also entweder ich liefere nur Hilfsgüter, ne, weil der Deuten da irgendwie weiterhelfen will, aber der Gegenseite, weswegen da Leid und Not ist, liefere ich gleichzeitig Waffen. Weiß ich nicht. Ich meine, das, ja, es ist doch irgendwie. Es ist komisch. Merkwürdig, sag ich mal. Irgendwie ja. Passt das nicht zusammen und ich weiß auch nicht, haben wir das schon mal gemacht hier in Deutschland sowas? Also beide Seiten beliefert? Hab ich noch nie gehört. Weiß ich nicht. Nee. In der deutschen Geschichte glaube ich noch nie. Das ist total irre. Ich lese gerade, gibt es bald einen bundesweiten Protesttag. Also wir haben ja gestern, hast du ja einen Rückweg gehört? Was Herr Rückweg gesagt hat? Ja, habe ich mir angehört. Komplett. Hat sich. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ganz ehrlich jetzt. Was sagst du denn jetzt dazu? So? Ja, hat sich denn von allen, von brennenden Reifen und dieser ganzen Geschichte hat er sich ja distanziert und sie wollen jetzt weiter, da wir immer auf Agenda wollen sie das ja lassen. Also ein Agrardiesel haben sie ja jetzt im Wald, das haben sie jetzt nicht gekippt. So. Nö. Obwohl das ja ganz klar gesagt wurde in Berlin, als wir da waren. Also, wenn das nicht zu 100%, das hat Herr Rückweg nun deutlich ins Gesicht von Herrn Özdemir mir gesagt und das ist ja so nicht eingetreten. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, das ist ja, hast du auch so ein bisschen Vertrauensverluste natürlich, ne? Oder irgendwie verlierst du so ein bisschen das Gesicht, deswegen hatte ich mich schon gewundert, was er jetzt wohl die weiteren Schritte von unserem Bauernpräsident, aber das ist, ja, doch recht enttäuschend gewesen. Und gut, brennende Autoreifen und solche muss man vielleicht nicht unbedingt haben, aber fest steht auch. Du hast ja gemerkt, dass in Brüssel, ist das jetzt auch angekommen, so bei dass alle europäischen Bauern aufgestanden sind. Wenn wir jetzt die Franzosen und Belgier nicht in Brüssel gehabt hätten, ja, die da massiv immer aufgetreten sind, vielleicht muss man das gar nicht so hart machen. Aber wenn die das nicht so gemacht hätten, dann wäre da auch nicht dieser ganze Green Deal und diese ganze Geschichte, das wäre auch nicht so gekippt worden. Nein. Wie es jetzt passiert ist. Wenn die nicht so massiv auch, das hat man nicht so in unseren Medien, in Öffentlich-Rechten nicht so mitgekriegt, aber die haben schon massiv da was gemacht. Das kann man denen mal hoch anrechnen. Ne? Da waren vielleicht von uns auch welche bei, aber ich glaube, überwiegend waren es die Belgier und die Franzosen, wenn ich das so aus und den sozialen wenn ich das so aus den sozialen Medien mitbekommen habe. Und das ist halt. Das ist europaweit gewesen, das muss man ja einfach so sagen. Naja, sonst hätte sich da auch nichts bewegt. Denn es zeigt das ja auch noch einmal mehr, ohne Druck erreichst du auch nichts. Wenn der Rückweg sich da hinsetzt und sagt, ja, wir haben jetzt wieder Schilder aufgestellt und Banner. Ja, 400 Banner haben wir aufgestellt. Wir haben schon vor 30 Jahren 400 Banner aufgestellt, oder vielleicht auch 5000, weiß ich nicht. Und wie weit sind wir damit gekommen? Es ist kontinuierlich bergab gegangen, mit allen in Sachen Landwirtschaft. Das ist jetzt auch nicht aufgehalten worden, das will ich nicht sagen, aber vielleicht mal kurz gestoppt worden und diesen ganzen totalen Irrsinn, den versuchen sie jetzt irgendwie, hoffe ich zumindest, dass das wieder so zum Teil zurückgenommen wird. So wie auch nur zum Teil diese beiden Forderungen, die wir ja gestellt hatten, oder Herr Rückweg, Kfz-Besteuerung ist zu 100% rückgenommen und der Dieselrückvergütung sollte ja auch zu 100% rückgenommen, aber das ist ja jetzt nicht eingetreten. Aber zumindest haben wir ein bisschen was erreicht, aber es ist ja nicht richtig. Da brauchen wir uns ja nicht drüber streiten. Also es ist ja einfach, für uns Deutsche speziell, ist es eine deutliche Wettbewerbsverzerrung, selbst innerhalb der EU, wo man ja eigentlich sagen, da müssen wir eigentlich mit gleichen Maß messen, aber es ist nicht so. Genau, du hast komplett recht. Also wenn wir in Deutschland und gerade jetzt mal, also Leute wie du, ihr habt ja auch den Arsch gehabt, einfach mal auch wirklich Dinge zu machen, die es vorher gar nicht gab. Ihr seid einfach auf die A2 gefahren, habt darauf geachtet, dass da nichts passiert und habt das ja auch wirklich gut hinbekommen. Ja, in Instanz hast du das nie in der Hand, aber es kann ja auch beim normalen Stau jeden Tag passieren. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, aber ihr habt das schon relativ, ich war ja erstaunt, wie genial das geregelt ist. So, ihr kriegt jetzt auch ein paar... ich habe ja gut von der Polizei ein paar Briefe gekriegt, muss man mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Wie wir auseinandergehen. Aber wie gesagt, du hast komplett recht. Ohne Druck passiert hier gar nichts. Nichts. Wer allen Ernstes glaubt, dass man im Hinterzimmer mit ein paar Plakaten irgendwas erreicht, der ist falsch gewickelt. Ja, das ist ja wohl ein absurder Schwachsinn, das zu glauben. Und wenn wir in Deutschland mit unseren Protesten angefangen haben und vielleicht, ich sag mal, in Ländern wie in Frankreich, wenn der Franzose sagt, warte mal, wenn jetzt der Deutsche jetzt so massiv auf die Straße geht, dann müssen wir das auch machen. So. Und der Druck kam,
durch die Belgier, durch die Franzosen, hast du komplett gesagt, durch die Polen, dass man tagelang die Grenzen blockiert hat. Und die Polen machen ja immer noch massiv immer weiter, noch. Weil die natürlich genau. auch den direkten Anschluss an die Ukraine haben, die dieses ganze Getreide herbringen. Ja, die sind ja Wahnsinn. Wirklich ziemlich gekniffen durch diese ganze Geschichte. Na klar, wir ja auch. Wir leiden ja auch durch die Scheiße. Aber die natürlich immer noch. Aber da hörst du auch in den Medien. Nein, weil alles satt wenig sind. Vor, die, ne? Wir haben ganz andere Probleme. Du siehst ja, die Regenbogenscheiße ist ein Problem. Ja, ja. Gender-Quatsch. Die und Klimakatastrophe. Ja, all dieser Schwachsinn. Und ich muss es mal genauso sagen, weil es totaler Nonsens ist. Wir haben ganz andere Probleme. Einige schreiben schon Migration. Ich habe dir gerade eben, googelt mal bei YouTube, guck mal, die Sendung stimmt. Guckt euch das mal, da sitzt der Chef der Arche, ne? Herr Büscher heißt der. Kann ich mir ganz gut merken, den Namen Büscher. Und hört euch mal an, was er zu sagen hat. Das ist ein Mensch, der an der Basis arbeitet. Und der sagt, wir sind nicht in der Lage mehr zu integrieren. Weil wir sowieso alle unter irgendwie ein Ghetto reingepackt haben und die haben 90% in ihren Brennpunktschulen Migrationsanteil. Ja, entschuldige bitte, da läuft gar nichts, da wird nichts integriert. Im Gegenteil. Das ist absolut lächerlich, das funktioniert nicht mehr. Das Maß ist voll. Und wenn ich auch von einem Idioten da höre, wir haben Platz, wir sind mehr und all so ein Scheiß. Wo soll die Integration möglich sein? Es geht nicht mehr. Und wenn müsste man einfach mal diesen Leuten zuhören, die an der Basis jeden Tag arbeiten. Ja, wenn völliger Schwachsinn. Wenn unsere Politiker auch sagen, wir brauchen noch Fachkräfte. Ich meine, im Grunde genommen, diese ganzen Kinder könnten ja zukünftige Fachkräfte werden. Aber dazu müssen sie natürlich erstmal die deutsche Sprache lernen. Das lernen sie natürlich nicht, wenn sie nur unter sich sind. Die müssen erstmal jetzt mitgenommen werden, diese was ganzen, die angekommen erzählt, sind. Das sagt, und dann werden das vielleicht auch mal Fachkräfte, wenn sie in Bildung die deutsche Sprache lernen, dann genau haben wir auch die Leute. Wir brauchen nicht immer noch mehr hereinholen, die auch nichts können. Davon haben wir ja jetzt schon genug. Das ist jetzt purer Rechtspopulismus, was du gerade gesagt hast. Mehr reinholen, die auch nichts können. Naja, das heißt nicht können, es sind Kinder, die Sprache nicht können. Die müssen jetzt erstmal auch die Sprache lernen. Das ist der Fokus, erstmal muss da drauf liegen. Und dann müssen die eine Bildung haben. Und dann werden das auch Fachkräfte, sage ich mal, wenn sie den Bock haben. Ja. Ja, na, du siehst genauso. Und ganz interessant, was du nicht gehört hast, ist, er sagte von den Bürgergeldempfängern, oh, das finde ich schon echt krass, dass er das gesagt hat in der Sendung, sind mindestens 1 Million, die arbeiten könnten, aber nicht wollen. Wahnsinn. Und neulich höre ich dann den Lars Klingbeil, den Chef der SPD, zusammen mit Frau Esken, wie er sagt, das sind ein paar Tausend. Und jetzt wird so ein Fass aufgemacht. Der Chef des Paritätischen Wohlfahrtverbandes war neulich bei Welt in der Diskussion mit einem, ich glaube, CDU-Politiker war es, der sagt, es sind vielleicht so drei Hardcore-Typen in Deutschland, um die es geht. Ich dachte, auf welchen Stern? Ich kenne allein schon 10, die mir sofort einfallen, die genau darunter fallen. Es ist eine Frechheit, weil wir diesen Bums, jeder, der jeden Tag arbeiten geht, bezahlt diesen Schwachsinn. Naja, das ist aber auch wieder hausgemacht, weil es ist ja so, du hast ja dann auch keinen Ansporn mehr zu arbeiten, wenn du jeden Tag, wenn du die Woche 40 Stunden arbeiten sollst, sage ich mal. Und am Monatsende hast du deine 160 Stunden voll, hast du gearbeitet und musst dann deinen ganzen Heizung, Strom, Miete und Auto und Steuern und allen Kram bezahlen und hast dann im Endeffekt irgendwie 200-300 Euro mehr. Da fehlt dir ja auch irgendwie der Anreiz. Ne? So sieht's aus. Deswegen, das war fand ich es ja auch, das hat mich auch wirklich geschockt, dass sie das jetzt nicht zurückgenommen haben, diese 12% Bürgergelderhöhung noch im Januar. Wenn du ehrlich bist, in 14 Monaten waren es 24% Erhöhung. Schockt dich. Schockt mich. Aber es ist so. Das weiß ich jetzt nicht, aber die 12. im Januar sind ja auch was, was ich sage, aber leider ist es ja so. Ja, weil es mir, weil es da auch gerade, es ging dann einher mit unserer Dieselrückvergütung, die wir nicht mehr bekommen sollen, Besteuerung der unserer Zugmaschinen. Und dann dachte ich, das gibt's ja, und das nehmen sie nicht zurück? Das ist so unverhältnismäßig. Und das ist ja auch egal, mit wem du sprichst. Ich hatte heute Morgen noch mit so einem Forstwirt gesprochen. Der sagte auch, das ist alles, bei uns wird alles gekürzt. Früher haben wir noch ein bisschen Holz, stand uns zu. Und das haben wir uns jetzt auch gekürzt. Und jetzt machen sie überall diese Naturwälder. Und da haben wir, die Leute kriegen gar kein Holz mehr zum Brennen. Da musst du das ein Jahr vorher anmelden. Das ist auch so ein Punkt. Haben sie jetzt 1500 Hektar hier bei uns. Das ist ja totaler Irrsinn, ne? Sag ich mal. Ja. Das haben die Förster über Jahrzehnte gepflegt und hat Geld gekostet, Geld reingesteckt, gepflanzt und gemacht und getan und geläutert und sie in Top-Zustand gehalten und jetzt, damit sie einfach umkippen und keine Ahnung, da eine Wildkatze dran kratzen kann. Ah, Wildkatze, das ist ja dein Lieblingsthema, deswegen, ne? Habe ich dir auch erzählt, wusstest du auch was? Nein, wusste ich nicht. Erzähl ich hatte mal. Es dann, aber ja, das,
Unsere Umweltministerin. Die Frau Lemke. Frau Lemke. Die hat jetzt dem NABU, dem BUND, habe ich neulich auch den Flyer tatsächlich bei unserer Landwirtschaftskammer entdeckt. 6,9 Millionen Euro für die Wildkatze überwiesen. Mhm. 6,9 Millionen für die Wildkatze, die jetzt ja, also die ist ja nicht so, ich sag mal, bei uns im Revier habe ich jetzt schon öfter eine Wildkatze gesehen. Also es scheint sie jetzt nicht vom Aussterben. Exemplare plus in Deutschland. Aussterben bedroht sein, sag ich mal. Und ich weiß gar nicht, was machen die damit? Hängen die ja Katzbäume in den Wald oder? Ja, die sollen ja einfach nur das Totholz liegen lassen. Das ist geil, ne? Ich hatte mir gestern mit einem gesprochen, der sagt, oh, es gibt so Wildkatzenkorridore, haben sie irgendwie in Holzminden. Also unsere Prioritäten müssen doch im Augenblick wirklich woanders liegen. Ja, also sage ich jetzt mal. Kriegssüchtig werden sollen. Ja, was, weil keine Ahnung was, aber es gibt doch wirklich andere Probleme als die Wildkatze. Ich meine, ist schön, aber da müssen doch jetzt nicht 6,9 Millionen Steuergelder für ausgeben, für die Wildkatze. Was da im Endeffekt auch von passiert, das fragt ja da gar keiner mehr nach. Das wird da hinüberwiesen und dann... Selbst Frau Paus, um mal wichtige Probleme anzusprechen, Lisa Paus, das ist die Familienministerin von den Grünen. Ja, schon mal gesehen? Ja, ich habe schon mal gesehen. Ja, kann das sein. Also ist ja auch so ein... Ja, taucht auch ein bisschen mal weg, aber... Unser Bundeskanzler ja auch. Ja. Wer ist das? Achso, ja. Sagt er selbst, dass über 5 Millionen Kinder in Deutschland in der Armut stecken. So. Und da ist halt, kann halt nicht die Priorität auf der Wildkatze liegen. Ich meine, 6,9 Millionen helfen da jetzt auch nicht so viel weiter, aber ein bisschen ja schon. Also das ist ein Haufen Geld. Versuch mal in deinem Leben 6,9 Millionen Euro zu verdienen. Ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst in deinem ganzen Leben. Nee, ich glaube nicht. So, also von daher ist es ja schon eine Hausnummer. Und da kann man das Geld sicher, das ist ja aber auch nur eine Sache, die wir jetzt gerade gesagt haben, die Wildkatze. Es gibt ja noch, wenn wir da anfangen, zwei Stunden. Das hat Lohmeier ja Balanz gesagt, das kommt komplett richtig, wie viel Kohle die kriegen da. Also wirklich auch die bösen EU-Subventionen, das ist schon erschreckend, wenn du das siehst. Ja, ja. Das ist schon stark, ja. Ja. Ja, so haben wir uns heute mal ein bisschen den Frust von der Seele geredet, wie immer, ne? Aber es muss ja weitergehen. Es wird ja auch besser werden. Hundertprozentig wird es besser werden. Viel schlimmer kann es nicht werden. Also nächstes Jahr sind Wahlen, das ist aber noch ein langer Weg. Ja, aber dieses Jahr sind Wahlen. Das wird auch in aber der Sendung. Nächstes Jahr ist die entscheidende Wahl. Ja, richtig. Aber dadurch, dass viele in diesem Land es noch nicht verstanden haben, darf es jetzt auch keine vorzeitige Neuwahl geben, habe ich neulich schon mal gesagt, weil dann würden die Grünen nämlich sagen, warte, wir waren so kurz vor der Transfusion, die geklappt hätte. Und dann, das wäre scheiße, jetzt muss es einmal richtig, richtig, richtig böse werden und dann wird's besser. Regine schreibt auch Kröten, ja genau, Krötenwanderung, ist ja jetzt überall gerade auch alles aufgestellt. Ist ja auch so geil, wenn du bei uns hier hinten bei Stemmenberg Hampel lang fährst, ne? Da sind die Zäune aufgestellt und da neulich sagte mir der Nachbarjäger da, da ist ja der Eimer drin, da geht der Waschbär. Der Waschbär sitzt oben und dann lacht sich kaputt. Ja, guck mal, die Spacken vom NABU, die sind wieder da. Der Eimer ist leer gefressen und sitzt dann da mit der Plauze und rümpft sich ein. Total geil, weil der geht nämlich dann da rein und dann schnappt er nämlich einen Frosch nach dem anderen, frisst dann auf, geht auf den Baum wieder und dann wartet, bis der nächste vom NABU kommt, der lang geht und dann lacht er sich wieder kaputt. Das ist total lächerlich. Also wenn das Effekt haben soll, dann muss das auf jeden Fall schnell gelehrt werden, weil sonst ist tatsächlich der Waschbär so da und haut sich da die Wanne voll. Ja, ist so. Ach, Wahnsinn. Ja, wir haben ja ein dramatisches Artensterben. Heute, ich weiß nicht, wo die Arten sterben. Also bei uns sterben die nicht. Es mag sein, dass im Regenwald was abgeholzt wird, weil man ja natürlich von da das Fressen in Zukunft herholt, weil man bei uns die Moore wieder verlässt, wie ich gestern gesagt habe. Danke nochmal, irgendeiner hat gestern noch was gepostet, fand ich ganz geil. In Berlin Mitte, da musst du nur 3 Meter tief, dann bist du auf Grundwasser, ja, und da waren früher alles Moore. Wusste ich auch nicht. Das war komplettes Moor früher alles. Hat mir neulich einer gepostet. Wenn die Wasserfläche mal wieder vernässen. Das wäre geil. Berlin wieder vernässen, komplett weg. Das wär der Hammer. Das würde ich Sinn machen. Ich wollte noch gerade was anderes sagen. Ach so, Artensterben, genau. Heute, also ich sehe hier bei uns, wo wir wohnen, nichts vom Artensterben. Wir kriegen immer mehr neue Arten dazu. Ja, das geht beim Luchs los, Wolf. Man spricht ja auch mal mit Eltern so, habe ich dann auch ein paar Mal gefragt, aber vermisst ihr hier irgendwas, was es früher an Tieren hier nicht gab? Man hat natürlich jetzt keinen Überblick über die Insekten, das will ich jetzt nicht behaupten, aber so die ganzen, alles was man so sehen kann. Ne? Ja. Und da ist es nicht so, früher gab es wenig Störche, jetzt gibt es ganz viele
Störche. Früher gab es wenig Rotmilane, jetzt gibt es ganz viele Rotmilane. Das ist früher gab es nicht den Seeadler, nee, den gab es jetzt. Ja, genau, früher gab es nicht den Luchs, den gibt es jetzt. Früher, nicht den Wolf. Den gibt es jetzt auch. Den gibt es auch. Ja. Und der Schakal. Der Goldschakal, kommt immer mehr. Der Waschbär wird auch immer mehr. Der Waschbär hatten wir gar nicht, okay. Das ist natürlich alles so ein bisschen invasive Arten, aber letzten Endes kommt der natürlich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand hier von der älteren Generation tatsächlich ein Tier vermisst, was es früher gab und heute nicht mehr. Es und? Ist ja, auch den Singvögeln und so ist immer noch alles da, ja. Was es früher auch gab. Aber so, wenn man jetzt... Grünspecht, hier gibt es Rotkehle, ja, alles. Alles, also... Wenn du das aber erzählst, also in der Stadt kriegst du das natürlich mit, ne? Das kriegst du nicht, in der Stadt ist gar nichts. Nein, da kriegst du das nicht mit. Und deswegen glaubst du natürlich auch diesen Schwachsinn, den die erzählen, ne? Biber, genau, Frank, gut, stimmt. Das ist ein Biber, total vergessen. Ja. In Bayern ein Riesenproblem, was ein ganz großes Problem ist. Ich war auf der Grünen Woche mit Hupsi Aiwanger und dann hast du mit ein paar Biologen zusammen, haben wir Mittag gegessen und da habe ich mit dem dazugehört. Was ganz krass ist, Kormoran, Fischotter, Riesenproblem. Ja. Stimmt, ja. Kormoran, auch so geil, wenn du Kormoran-Zählungen machst, ne, dann sagst du immer so, warte mal, also die du zählst dann, also dann, wenn du die wieder zählst, zweite Mal, sind schon ganz andere. Brauchst du gar nicht zählen. Total irre, was da passiert. Was mit dem Ökosystem dann auch passiert. Das hat als er mir das erzählt hat, ich habe von ihm die Karte, mit dem muss ich mal so ein Live machen. Total geil. Meine Schwiegereltern haben mir gestern erzählt, da kam im NDR auch was über einen Landwirt, eine ganz gute Sendung, der über die Probleme auch gesprochen hat. Massive Angriffe auf seine Flächen durch Gänse, ein Schaden vom Allerfeinsten, spricht keiner mehr. Weißt du noch, als ich Jungjäger war, da weiß ich noch, da haben sie sich angerufen, da sitzen 10 Gänse. Wo? Da und da. Quatsch. Doch. Ja, und, jetzt und heute? Steht's da 300 oder 400. Und dann erzählen sie dir noch, der Erhaltungszustand ist nicht erreicht. Der Erhaltungszustand der Wild, der Wölfe ist nicht erreicht. Fast 4.000 Wölfe in Deutschland. Und wir haben hier mindestens 4.000, 5.000 Wildgänse. Ja, ich glaube, von den größeren Tieren ist es auf jeden Fall mehr geworden. Was ich eben schrieb, ja, irgendwo an der Schmetterlinge, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Da habe ich zu. Ja, Moment mal, woran liegt denn das Insekten? Aber, letzten Endes von den großen. Also ich sehe hier auch noch sau viele Schmetterlinge. Ich habe das neulich auch letztes Jahr gepostet, was für ein seltener Schmetterling bei uns wieder rumgevogelt. Ich kenne das alle, ich kenne mich da nicht aus. Hat neulich einer gesagt, das sind ganz selten. Das will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall alles, was so ein bisschen größer wenn ist. Wenn du in Berlin-Mitte lebst, da kriegst du das natürlich alles nicht mit. Und deswegen glaubst du auch diesen Schwachsinn, den diese Spinner da alle erzählen, dass alles zurückgeht. Und warum ich darauf gekommen bin, heute lese ich bei NTV, in Chile haben Tiefseetaucher irgendwie über 100 neue Arten entdeckt, die es noch gar nicht gab. Ja, also es stirbt ja angeblich alles aus. Der Wahnsinn ist das. Natürlich, dass der Koala-Bär irgendwo ausstirbt, weil man natürlich dann irgendwo für Palmöl das abholzt. Ja, ja, klar. Oder für irgendein Chia Chao, keine Ahnung, was für ein Bums. Getränk, was es alles gibt. Ja, immer irgendwelche Arten mal ausgestorben. Das soll jetzt nicht so lapidar sein. Ja, aber doch hier. Nein, hier nicht. Aber irgendwo auf der Welt, das ist nun mal so. Du kannst es wahrscheinlich auch nicht alles verhindern. Aber das ist jetzt so, wie es jetzt dargestellt ist. Dann nee, dass so wir kurz vom Weltuntergang sind, ja, eben. Das wird so reißerisch dargestellt. Genau. Und dass wir jetzt, also wenn wir jetzt nicht unbedingt das Ruder rumreißen, genauso mit dieser Klimakatastrophe, dann müssen wir alle, dann geht die Welt zugrunde. Ja. Und das glaube ich eben nicht. Punkt. Ja, so, Martina schreibt, dafür sind 20 Vogelarten von der roten Liste gestrichen worden. Glaube ich dir einfach mal. Weil grundsätzlich glaube ich erstmal sowieso alles. Ich auch. Was man erzählt. Einer vor 5 Jahren gesagt hat, das stimmt nicht, sage ich heute. Ich glaube alles. Ja, ja. Alles in dieser Irrsinnsrepublik. Weil leider hat sich ja alles, eigentlich so gut wie alles bewahrheitet, ja. was hier in den letzten Monaten, Jahren kam für einen Schwachsinn. Ja, ja. Das ist unvorstellbar. Aber wie gesagt, ja. wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, ne? Auch vom Schluckspecht. Schluckspecht? Gibt es immer wenig? Also, ne, stimmt ja gar nicht. Ich fühle mich wohl als Schluckspecht. Ist ja alkoholfrei, was wir trinken, ne? Ist klar. Absolut. Christian, es ist immer wieder erholsam. Ich fühle mich ja so ein bisschen wie auf Psychiater-Couch. Ne? Wenn wir sprechen, dann geht es danach irgendwie wieder. Aber muss es irgendwie einmal loswerden. Bis ne? morgen früh, bis du wieder die ersten neuen Nachrichten mit irgendeiner Wahnsinnsmeldung liest. Und dann telefonieren wir ja auch gleich wieder. Ja.
Hast du das schon gehört, das Thema, ja? Du hast mir das ja gerade erzählt mit dem Windrad bei uns. Das musst du ja auch noch mal ganz kurz erzählen, weil das ja, also genau. Irgendwie seit 25 Jahren sind hier Windräder geplant. Ja, vor 25 Jahren schon. Ich glaube, also weit über 20 Jahre behaupte ich jetzt. Ich müsste mal in die ersten Verträge da reingucken oder weiß ich jetzt nicht genau. Sollten erst 4 sein, dann sind es 2 und dann hatten sie auch Genehmigung. Dann ist aber dieser Windradhersteller war ja mal kurz vor der Insolvenz, dann haben sie sich für ein anderes Modell entschieden. Dieses Fundament war 2 Meter größer und dann sind sie wieder, dann ist da jemand gegen angegangen und naja, letzten Endes hat auf jeden Fall unsere Stadt da auch gegen geklagt, die Stadt Rinteln. Gegen den Landkreis. Gegen den Landkreis, der die Genehmigung erteilt hat für diese beiden Windräder. Und das ist jetzt, ich habe es gerade eben dir vorgelesen, in der zweiten Instanz ist es jetzt auch entschieden worden, dass sie auch diesen Prozess die Stadt verloren haben und da stand auch gleich drunter für diese Prozesse und diese Prozesskosten und alles, sind jetzt, hat die Stadt Rinteln, die ja sowieso nicht so, das die sind stinkreich, ich weiß so viel Geld hat, sind jetzt 75.000 Euro Steuergelder ausgegeben worden, wo ich mich dann auch frage, boah, das ist 75.000 Euro, ist ein Haufen Geld für diese Nummer, die dann im Grunde genommen ja von Anfang an eine Totgeburt war. Aber das ist ja nur das Kleinformat 75, gucken wir woanders hin. Aber ja, das ist natürlich jetzt direkt bei uns hier vor der Haustür, betrifft mich persönlich auch. Mir ist das jetzt egal, ob das gebaut wird oder nicht. Klar habe ich da einen finanziellen Vorteil von, wenn das gebaut wird, aber da reden wir auch schon seit 25 Jahren von. Ich glaube da nicht mehr daran, dass das passiert. Aber wir wollten ja auch nur mal in den Vordergrund stellen, 75.000 Euro Steuergelder wieder weg. Es ist einfach irre. Nichts. Es ist total irre. Das ist schon. Ja, das ist erstaunlich, was hier los ist, aber irgendwann habt ihr ein Schleudertrauma, schreibt Marion gerade, von dem täglichen Mist. Ja, also wenn ich vom Kopf zur Seite geben irgendwie Strom erzeugen könnte, dann hätten wir kein Stromproblem mehr. Also man kann es nicht mehr glauben. Es ist einfach total, total geil. Erstaunlich. Na gut, alles klar. So, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Jawohl. Geht auf die Karwoche zu, ne? Und das Wetter soll nächste Woche besser werden. Vielleicht können wir nächste Woche schon Rüben drillen. Mal gucken. Erstmal. Ja, die ersten Kartoffeln haben wir gelegt. Ah ja, schon. Ihr habt voll durchgezogen. Die ganze Nacht, genau. Vorgestern. Wir waren fleißig, war das so ein bisschen grenzwertig, aber wir haben mal mit angefangen. Jetzt wollen wir einen Anfang haben und gucken, ob das funktioniert. Mhm. Ging auch ganz gut und ja, mal gucken. Ich denke, nächste Woche geht es weiter. Hoffentlich habt ihr das Arbeitszeitschutzgesetz eingehalten, was von der. Nee, in dem Fall nicht. Okay, alles klar. War auch klar, ne? Alles klar. Also, schönes Wochenende. Ja. Tschüss. Ciao.